Hallo und willkommen zurück zu Tropico 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eigentlich brauche ich das 5 nicht erwähnen, weil wenn wir denn jemals irgendwann Tropico 4 spielen sollten, wäre das ja quasi schon ein Rückschritt. Ja, ansonsten, es geht unserer kleinen Nation. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen ja. Respekt und ewige Treue. Lasst uns wählen! Und wir werden Wahlunterstützer an jeder Urne aufstellen, die mit der Waffe in der Hand dafür sorgen, dass jeder das Richtige wählt. Also als allererstes werden wir noch mehr Wohnraum brauchen. Hier passt... Obwohl, doch so daneben könnte. So... sind dann schon mal 30 Wohnungen mehr. Die Wahl gewinnen wir locker. Wie sieht's denn hier aus? Könnten langsam mal über ein zweites Kraftwerk nachdenken. Muss ja nicht unbedingt Kohle sein. Kamerad Präsidente, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Meine Kameraden Umweltschützer haben einen sorgsam ersonnenen imperialistischen Plan entdeckt, um Tropicos seltene Pelzforelle auszurotten. Nein, danke. Fabriken auf 2 reduzieren, bist du noch ganz bei Trost? Wir haben immerhin... die Anzahl der verfügbaren Jobs schon wieder ein wenig reduziert. Jetzt aus. Ja, Gesundheitsversorgung. Könnten wir eigentlich mal nachschauen. Klinik. Wir können ein Krankenhaus bauen. Wenn wir denn das Geld dafür haben. Wir gewinnen trotzdem. Aber erstmal brauchen wir, wie immer, weiter Geld. Ich würde ja weiter in die Wirtschaft investieren. Weniger Rohstoffe. Einheimische Vermarktung klingt wieder nicht so toll. Ich mag Umweltschützer. Nicht nur, weil ich selber einer bin. Im Spiel, aber Betriebsvergrößerung, ja, dann haben wir mehr Arbeitsplätze. Erhöht die Effizienz um 30 Punkte. So, Konservenfabrik. Das nehmen wir auch mit. Müssen unseren Gewinn erhöhen. Ich meine, es sieht noch nicht ganz so schlecht aus, aber 35.000, hierfür brauchen wir 12.000. Wo haben wir den Parkplatz hingesetzt? Hier lebt doch, glaube ich, eine relativ geringe Personendichte. Oder wir setzen es direkt hier hin. Das hätte auch... Ich denke mal, das ist sogar das Beste. So, Infrastruktur. Geothermisches Kraftwerk können wir noch nicht. Normales Kraftwerk könnten wir... 23.000. Oh,
produziert Strom. Bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Da sind so viele schöne Spielsachen, die ich gerne hätte. Wir hatten doch schon eine Bank gebaut, oder? Da den Überblick über alles zu behalten. Jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis wir ein bisschen Geld reinbekommen haben. Mal sehen, wo könnten wir denn eventuell noch was dran tun? Religion. Ja, Sicherheit können wir ganz gut einhalten. Arbeitsplätze, Freiheit. 193 Obdachlose. Katastrophal. Das heißt, wir würden noch 20 von denen hier brauchen. Hilfe. Ich denke mal, wir können anfangen zu überlegen, wo wir ein neues Wohngebiet hinplatzieren. Hier könnte eigentlich ein ganz gutes Fleckchen sein. Gab es hier nicht auch Fisch irgendwo? Ich glaube da hinten. Hier gibt es Öl. Das könnte auch profitabel werden. Und Geld aufs Schweizer Nummernkonto können wir immer gebrauchen. Von irgendwas müssen wir ja unsere Rente finanzieren. Hm. 63.000, um alle Landhäuser zu modernisieren. Das ist eine Hausnummer. Naja. In Sowjetunion, Kommunismus macht dich. Technologie stehlen, Geheimnis lüften. Noch so viele Optionen. Noch mehr Bürger, yay! Haben wir jetzt schon keinen Wohnraum mehr über. Diese Richtung zu expandieren wäre ja durchaus eine Option. Damit so glücklich bin. Und dazu. Ja, so geht's auf einmal. Naja, es könnte optimaler sein, aber es sieht schon mal ein ganzes Stück besser aus. Ja, die Wahl gewinnen wir trotzdem. Unterhaltung ist halt schwierig. Reiche Bürger. Ja, reiche Bürger haben wir ja. Haben wir eigentlich reiche Bürger? Könnten uns einen Nationalpark leisten. Die Frage ist nur, wo? Am besten irgendwo, wo noch ein bisschen Schönheit über ist. Das ist schon gar nicht mehr so einfach. Naja, immerhin, wir haben wieder ein bisschen Geld. Das heißt, oder doch lieber ein Apartmentgebäude. Ja, wir investieren lieber in zwei Apartmentgebäude.
weitere Apartmentgebäude. Wir brauchen das leider. Ich würde gerne mit dem Geld so viel anderes anstellen, aber... geht halt nicht. Immerhin, es kommt regelmäßig Geld rein. Na, Profit ist nicht so übermäßig toll, aber... es geht. Fastfood-Restaurant können wir nicht. Zirkus. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Nein, nein, wir machen keinen Wahlbetrug. Nicht bei solchen Ergebnissen. Wenn wir damit auffliegen, kriegen wir nur wieder Ärger. So. Die Musik hat aber ordentlich Feuer. Ein ebenes Terrain. So, dann brauchen wir definitiv noch mehr Apartmenthäuser. Wir können halt nicht ohne. Wohnraum. 195 Obdachlose. Das Wahlergebnis ist da. Lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren, Präsidente. Naja, so oder so. Die Wahl ist gelaufen. Wir haben gewonnen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und um alles andere können wir uns dann zwischendrin kümmern. So, die Wohnungszufriedenheit verbessern wir langsam, aber... oh, das sind Touristen, ha? Auch schön. Ich würde gerne in mehr Wirtschaft investieren, aber wir kommen ja momentan kaum damit hinterher. Stark. Wir haben ausführliche Studien fremder Kulturen durchgeführt und entdeckt, wie man einen ausländischen Besucher einen ganzen Tag lang unterhalten kann. Setzen Sie ihn einfach in einen runden Raum und sagen Sie ihm, dass in einer Ecke des Zimmers ein Stück Kuchen liegt. Tricks wie diese werden insbesondere unseren Touristikunternehmen helfen, Langeweile bei unseren Besuchern zu bekämpfen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob wir unbedingt solche Besucher brauchen. Das friedliche Atom. Programm. Da gibt es noch einiges. Und hier endet theoretisch unser
Sandbox-Game. Vorerst. Ja, wir holen uns mal einen Flughafen. Wird langsam Zeit, sind die 50er Jahre. Und unser Kontostand fällt gefährlich tief. Ausgang. Ich überlege schon, ob wir uns nicht ein zweites Transport... Noch ein Transportunternehmen hier irgendwo gönnen sollten. Einfach um die Transportkraft zu steigern. Rebell, hä? Okay, du hast Glück, da ist gerade eine neue Aufgabe aufgetaucht. Präsidente, auf einer ausgelassenen CIA-Feier habe ich herausgefunden, dass die USA einen ihrer Agenten auf unserer Insel stationiert haben. Sie hasst Hippies. Sie wissen, was wir tun müssen. Sensibilitätstraining, besser biologisch für 2 Jahre. Okay. Schließt alle Hydrokultur- und Mastbetriebe. Ich glaube, wir haben gar keine. The CIA hat interessante Agentenkleidung. Die lässt ein bisschen den Kopf hängen, habe ich das Gefühl. Aber Agentenkleidung passt dann schon mal. Fuchsrot, Accessoire, Schnorchel muss nicht sein. Ja, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Dunkelrosa könnte man auch durchaus anders nennen, aber... Das ist schon in Ordnung. Arriba. Accessoire modisch. Haben wir da noch was? Ah, das ist zu abgespaced. Unter den Umständen ist diese wohl am besten. Agent. Sehr schön. Oh, und wir haben einiges an Kohle einkassiert inzwischen. Und natürlich verschaffen wir unseren Leuten immer einen Job. Soweit, so gut. Mit einer Agentin in der Familie kann ja kaum noch was schiefgehen. Wir arbeiten weiter an der Wohnqualität. Wir wollten noch ein oder zwei oder drei zusätzliche Transportbüros. Ich denke mal, eins müsste es auf jeden Fall sein. Also hier ist auf jeden Fall schon mal eins. Okay, hier passt es natürlich nicht hin.
Hier würde es hinpassen, aber hier passt mir das eigentlich nicht vom Tourismusstandort her. Also hierhin damit. An die Windfarm werden wir auch erstmal nicht rankommen. Schokoladenfabrik. So, ein Wohnhaus mehr wird nicht schaden. Ja, bisher. Oh, und von da aus schön die Füße im Wasser baumeln lassen. Ich könnte auch ein bisschen Urlaub vertragen. So. Touristenfamilien noch keine, weil wahrscheinlich keine angekommen sind. Und wieder ein bisschen Geld aufs Schweizer Nummernkonto. Ah, wir müssten eigentlich auch was für die Religion mal wieder tun. So wenig wie mir das auch passt. Na, aber muss es unbedingt eine Kathedrale sein? »27.000 ist schon eine ganze Menge. Stimmt, hier hatten wir die Bank hingesetzt. Sehen schon nicht sehr vertrauenerweckend aus, unsere Banker. Erzielt Einnahmen für jeden Touristen. Ja, dafür haben wir noch nicht genügend Touristen, würde ich mal sagen. Ach, und schon wieder ist die Zeit rum. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!